Jo, liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Video zu Mario Kart 8. Auf jeden Fall ist heute die dritte Welle des Mario Kart Booster Streckenbars. Sonst kann ich auf jeden Fall sagen, wir gehen direkt ins Game rein, ohne viel rumzulabern. So, auf jeden Fall spielen wir wieder 150. Und ich würde sagen, wir spielen auf jeden Fall mit König Boohoo. Der passt auf jeden Fall perfekt hier rein. Wir haben auf jeden Fall, im letzten Part haben wir den Propeller Cup und den Rüben Cup gehabt in der letzten Welle. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Fels Cup dabei und den Mond Cup. Auf jeden Fall richtig geil. Haben wir hier gleich direkt mal absolut zwei geile Highlight-Strecken. Einmal das Boohoo-Tal aus Super Mario Circuit vom Game Boy Advance. Damals, das war ein richtig geiles Mario Kart Game. Und auf jeden Fall auch ein großes Highlight, finde ich. Das ist das größte Highlight von dieser Welle. Der Blätterwald aus Mario Kart Wii. Eine absolut geile Strecke. Und dann haben wir noch den Mond Cup. Auch eine absolute Highlight-Strecke von Mario Kart DS, der Peach Schlossgarten. Dann haben wir wieder eine komplett neue Map, die Bergbescherung und die Regenbogen Boulevard aus Mario Kart 3 DS, auch richtig geil. Und dann haben wir auf jeden Fall wieder zwei Tourstrecken drin, die was ich gar nicht kenne. Und ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall mit dem Fels Cup an. Und ich würde sagen, gehen wir direkt rein in das erste Rennen. Die London Tour. Boah, sieht auch schon richtig geil aus hier direkt wieder. Ich finde auch, dass diese Welle grafisch und sowas sieht, die finde ich bis jetzt am besten aus. Obwohl sie haben immer noch die alten Texturen teilweise genommen, die alten Bäume und sowas. Sieht man auf jeden Fall direkt rechts. Aber sieht sehr gut aus. Und das ist ja schön, das ist eine richtig große Strecke hier. Bin gespannt, ob sich die wieder ändern mit den alten Tourstrecken. Und ich schätze mal, hier geht es auf jeden Fall wieder mehrere Wege. Hier ist ein Doppeldeckerbus, alles klar. Oh ne, da ist so ein Kettenhund, der wird uns natürlich wieder anspringen, oder? Boah! Okay. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Boah, ist eine große Strecke, aber. Okay, aktuell, ich bin gespannt, wie sich die Strecke verändern wird. Das finde ich ja bei den Tourstrecken immer sehr, sehr geil. Okay, einfach so eine Telefonzelle da. Okay, es geht direkt hier weiter. Also wieder so ein Kettenhund. Okay, müssen wir aufpassen. Oh nein, das war ein schlechter Oh, was ist das denn für eine Kurve hier? Okay. Ja, ist ähnlich wie diese New York-Tourstrecke irgendwie. Das ist halt das Problem bei den Tourstrecken. Man hat immer das Gefühl, man hat das irgendwie schon alles gesehen. Aber ist aktuell eigentlich eine ganz solide Strecke. Okay, die Runde war deutlich kürzer. Okay, wir fahren nochmal hier entlang. Wir blocken. Und dieser Kettenhund greift diesmal gar nicht an, alles klar. Boah, die Kurve hier, die ist fies. Okay, jetzt geht's hier weiter. Oh mein Gott. Der Kettenhund, oh mein Gott. Oh. Ey, als ob der da im Wasser ist, der Kettenhund. Was ist das denn? Wir sind meilenweit voraus auf jeden Fall. Die Bots dürften sie ordentlich gedrosselt haben. Jetzt ist der mit noch. Ach, die haben sich freigelöst. Boah, krass. Oh nein, der blaue Panzer kommt auf jeden Fall noch rein, wie es aussieht. Die letzte Runde ist geil. Die ist echt cool, die letzte Welle. Die letzte Welle, sag ich schon. Die letzte Runde ist echt cool. Wir werden auf jeden Fall wieder versuchen, in allen Runden direkt Erster zu werden, dass wir 3 Sterne bekommen. Okay, ne, aber... Ja, schwierig. Ich habe jetzt ehrlich, muss ich ehrlich sagen, die erste Runde habe ich jetzt überhaupt nicht gefeiert. Aber die letzte Runde, die war jetzt echt geil. Die zweite war auch nicht schlecht, aber die Strecke fand ich jetzt, die war eigentlich ganz solide, aber die war jetzt nichts Besonderes irgendwie. Kennt man irgendwie schon von Tourstrecken, dass sich die immer so verändern. Das ist jetzt nichts Besonderes gewesen, auf jeden Fall. Oh, auch eine geile Strecke. Wirklich Bock drauf. Das Boohoo-Tal von Super Mario Circuit. Habe ich ja damals auf dem Game Boy Advance noch gespielt. Das war auch ein wirklich richtig geiles Mario Kart. Nach hinten cool Idee mit dieser Luigi's Mansion da hinten. Boah, die Musik direkt wieder. Ist auf jeden Fall auch wieder ein neuer Remix. Oh Gott.
Vielleicht geht's unter Wasser. Das haben sie ja auch neu gemacht. Dass man jetzt auch wieder diese ganzen... diese Anti-Gravity und sowas hat. Da haben sich ja viele Leute darüber beschwert, dass das gar nicht vorgekommen ist in den ersten beiden Events, so gut wie gar nicht. Das haben sie wirklich darauf Rücksicht genommen. Das finde ich aber echt geil. Die Strecke haben sie auf jeden Fall ein bisschen verändert auch wieder. Ne, die ist sehr schön geworden, die Strecke. Aber auch wie alle Circuit-Strecken nicht sonderlich lange. Oh nein, kann ich das noch walken? Nee, kann ich nicht. Ich finde es ein bisschen schade, dass wieder keine Double-Dash-Strecken reingekommen sind. Ich hoffe wirklich, dass sie das bei der vierten Welle dann endlich machen. Weil ich finde die Double-Dash-Strecken, das Mario Kart Double-Dash ist bis jetzt immer noch das beste Mario Kart ever. Und da haben wir eigentlich noch überhaupt keine Strecken da in dem der Booster-Strecken-Pass. Finde ich da aktuell noch sehr schade. Aber ich finde, die dritte Welle ist echt nicht schlecht. Da haben sie echt geile Strecken rausgeballert. Und es scheint auch, dass wir hier Erste werden. Ja, auch wieder eine richtig coole Strecke. Da bin ich auf jeden Fall auf die nächste Strecke gespannt. Der Gebirgspfad von 3D, das kenne ich ja gar nicht. Boah, sieht aber auch schon direkt sehr, sehr geil aus. Ähnlich wie Donkey Kongs Bergpass. Vom Aufbau her auf jeden Fall. Okay, ist gar nicht so eine große Strecke tatsächlich. Oh, ist das eine Strecke, wo man alle drei Runden durchfährt? Weil ich sehe hier keine Ziellinie. Vielleicht auch wieder diese komischen Fledermäuse. Oh, ist das für eine Strecke hier? Mein Gott! Boah, das sieht auch richtig schön aus hier. Also das ist echt eine weirde Strecke irgendwie. Oh, jetzt geht's hier nach oben. Oh, die hat eine Abkürzung genommen mit dem Marine heißt sie, glaube ich. Das ist Animal Crossing Charakter. Okay, die Strecke ist auch sehr interessant auf jeden Fall. Wird man sehr viel in Gleiter benutzen auf jeden Fall. Aber es ist definitiv kein Highlight auf jeden Fall. Und die Banane ist sehr stark platziert. Das sieht ja aber hier mega geil aus von der Optik her. Oh, da kann man irgendwie... okay, jetzt bin ich ganz komisch gefahren. Da kann man auf jeden Fall auch mal machen. Gar nicht so eine schlechte Abkürzung gewesen tatsächlich. Das hier ist... Also, oh Gott. Der letzte Abschnitt ist echt geil hier. Ja, aber es also... Ist jetzt keine wirklich besondere gute Strecke, muss ich sagen. Also gibt es irgendwie überhaupt keine Highlights. Denn es ist sehr langweilige Strecke, muss ich ehrlich zugeben. Also die gefällt mir jetzt nicht so. Sind auf jeden Fall wieder sehr weit vorne. Also die Computer dürften sie echt enorm runtergedrosselt haben. Nehmen wir diese komische Abkürzung da. Oh ne, doch nicht. Oh mein Gott. Ich hoffe jetzt nicht, dass da jemand eine Abkürzung nimmt. Ne, macht keiner. Haben wir nochmal Glück gehabt. Okay, nice. Ne, also die Strecke, muss ich ehrlich sagen. Oh, da kann man eine coole Abkürzung nehmen am Anfang. Aber die Strecke war, also die war wirklich nicht gut. Also die hat mir jetzt wirklich nicht gefallen, muss ich sagen. Da gab es ja wirklich überhaupt keine Highlights. Aber jetzt kommt auf jeden Fall das Highlight von dieser Welle, finde ich. Und da ist sie, der Blätterwald. Wie sehen denn diese Blättertexturen aus? Einfach nur so
Okay, die schauen echt nicht gut aus. Aber sieht sonst optisch jetzt auch geil aus, aber... Mann, dieser Baum da, das sieht ja richtig komisch aus. Einfach wie so eine... Also das ist so ein Blatt Papier, was da drauf liegt. Was ist das denn? Boah, die Musik direkt. Das sind so gute Erinnerungen. Boah. Ach komm. Ey, die Benedicts sind jetzt nicht so geil aus hier. Boah, das sind diese Wiggler. Boah, die habe ich früher gehasst. So, hier konnte man damals so Boosts benutzen. Die können wir auf jeden Fall gleich mal ausprobieren hier. Oh ja, das gibt's immer noch. Oh, das ist geil gemacht. Oh, da sind sogar Pilze manchmal drin. Ja, das ist so echt. Also das ist wirklich eine richtig geile Strecke. Also Mario Kart Wii hatte generell. Eigentlich, da waren alle Strecken richtig mächtig damals. Manchmal sind auf jeden Fall Pilze drin. Ich kann auf jeden Fall den blauen abwehren, geil. Und die Wiggler hier. Ach komm. Ja, da haben sie auf jeden Fall den Boost rausgenommen. Aber der Boost hier, den haben sie noch drin, das ist richtig geil, ja. Ah, die Strecke ist schon wirklich... Absolute Nostalgie auf jeden Fall. Oh, Mann, die Banane, Alter, die war gut platziert. War das meine von vorhin? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall geil, wenn wir da direkt 3 Sterne bekommen würden. Boah, die Musik, Leute, die Musik kickt halt voll rein. Ja, jetzt kommt der Blaue natürlich. Das war so klar! Boah! Und der... Okay, da haben wir nochmal Glück gehabt eigentlich. Weil dadurch wurden jetzt auch die anderen auch ausgebremst. Da haben wir auf jeden Fall einen Pilz. Ja, die Strecke haben sie sehr schön gemacht. Oh, die sind direkt hinter mir. Kann noch verlieren. Oh, ich bekomme nichts zum Verteidigen. Ich versuche jetzt noch da rechts reinzufahren. Dass wir das auch noch sehen. Ah, sehr schön. Perfekt, dann haben wir auf jeden Fall auch direkt 3 Sterne bekommen. Ja, so wie gesagt, Blätterwald. Für mich gesehen eine absolute Highlight-Strecke, die ist sowas von geil. Ich bin auf jeden Fall auf den nächsten Cup auch gespannt. Da haben wir auf jeden Fall auch 2 Strecken drin, auf die ich mich mega freue. Und da haben wir auf jeden Fall direkt die 3 Sterne uns gegönnt. Auf jeden Fall nochmal ein paar Highlights hier. Also dieser Bergbuster, also diese dritte Strecke, die war wirklich, also die war richtig low, muss ich sagen. Gebirgspfad, also die war wirklich low, die Strecke. Da gibt es ja wirklich gar keine Highlights. Aber wie gesagt, Geschmäcker variieren, ja. Nice, direkt First Try 3 Sterne bekommen. Ja, Freunde, würde ich sagen, im nächsten Part dann machen wir auf jeden Fall den Mondcup. Habe ich auch schon sehr, sehr viel Bock drauf. Haben wir auf jeden Fall auch eine komplett neue Map. Sehr, sehr geil. Ich würde sagen, bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.